Ach, guten Tag, mein Name ist Bernd, ich bin ein Gorilla und herzlich willkommen hier beim Balkonzimmer meiner Lieblings-YouTube-Kanalseite. Ja. Hi. Wir sind relativ spontan in den Wuppertaler Zoo gefahren. Hat sich das gereimt? Spontan? Nein. Wir sind relativ spontan in den Wuppertaler Zoo gefahren. Und sind jetzt hier das erste Mal, haben gerade eben 10 bzw. 8 Euro Eintritt bezahlt und sind gut ausgestattet mit Keksen, Kaffeesonne und viel Freude daran, Hügel hochzulaufen und wieder runter. Ja. Wenn jetzt hier irgendwas Aufregendes passiert, sagen wir euch Bescheid. Vielleicht sehen wir Tiere, vielleicht auch nicht. Komm, wir haben schon Tiere gesehen. Wir haben schon Tiere, kleine Äffchen, die waren so süß. Ja. Okay. Die Blumen kenne ich. Die da heißen? Blumen. Eine Hoppelhase. Eine Hoppelhase bei den Flamingos. Und den Kring. Und den Kring. Die sind gerade um die Sack. Ja. Oh, es ist weg. Er kennt den Film und gewinnt einen Applaus. Das ist eine Elantilope. Und dann sind Zebras. Ich zoome mal eben dran. Und die Sonne kommt. Annika und ich haben eine kleine Frage an euch. Wir zerbrechen uns seit mindestens 2 Minuten den Kopf darüber. Sind Zebras weiß und haben schwarze Streifen? Oder sind sie schwarz und haben weiße Streifen? Ich bin ja für die erste Variante. Ich denke nämlich auch. Aber wir sind uns nicht sicher. Wenn uns jetzt hier jemand zuschaut, der in Wuppertal arbeitet oder sich mit Tieren auskennt. Aber jetzt hier nicht, ja, ich glaube, sondern wir wollen das wissen. Wir wollen auch gerne fundiert das wissen, wir wollen das genau erklärt haben. Irgendwie jemand, der Zoologie studiert, kann man Zoologie studieren? Natürlich, nee. Man kann alles studieren. Jemand, der Tierpfleger ist oder Zoo... Mensch im Fernsehen. So, das erste Resümee. Ich habe Durst, ich soll dein Trinkpäckchen trinken. Das ist mein Fazit. Mir gefällt das. Ich finde es sehr hügelig. Ich finde es schön aufgebaut hier. Sie haben das hier schön angelegt. Ein bisschen unübersichtlich, wenn man keinen Plan in der Hand hat, so wie wir. Tröten. Das ist unser Fehler gewesen. Aber sonst gefällt es mir hier sehr, sehr gut. Und wie schmeckt das Päckchen? Lecker. Kannst du eine Review machen zu einem Trinkpäckchen? Nein, ich möchte keine Werbung machen. Und wir sagen aber auch an unsere jungen Zuschauer, trinkt nehmt euch lieber Wasser mit. Richtig, und nicht so ein Zuckerwasser. Aber ist trotzdem lecker. So, wir gehen jetzt hier weiter. Jetzt nimmst du auf. Jetzt sage ich es nochmal. Es ist ein schönes großes Gehege, wie ich finde. Und wir sehen hier Nanas und Dudus. Und meine Kamera ist scheiße. Oh, guck mal, wie das da. Guck mal, wie das da vorne liegt. Aber guck mal, wie der da frisst. Also säugt an seiner Mama. Mama! Nimm meine Hand weg. Geh da hin. Ja, süß. Aber das ist ein Schauspiel in der Natur. Aber das ist. Guck mal, wie. Wie verloren das da ist. Wir können gar nichts sehen wahrscheinlich. Nee, die sehen auch nichts. Nee. Also was hatten wir jetzt hier? Nanas, Dadas und Raras. Ja, und gerade haben wir Wildkatzen gesehen. Und hat's gerochen. Ja. So, dann mal gucken, ob wir noch ein paar Wubus und Lalas finden. Hier könnt ihr übrigens sehen die Steigung. Ich bin aber nicht hochgegangen, wir sind den Memmweg über Treppen und da hinten rumgelaufen. Wobei das auch noch hoch genug war. Oh, oh nein! Rat den Film! Du musst noch was mit deiner Hand machen. Ja, Schneid sie dir ab! Blut! Alter, falsche, warte, machen wir den. Ugh.
Ich bin enttäuscht. Was hast du mit der Lolli gemacht? Jetzt kann ich mal im Mund gehen. Ich bin enttäuscht. Können wir uns mal umgehen? Ich will so eine kleine flauschige Rolle haben. Flauschig. Das sind Wölfe. Die nehmen wir auch gleich mit. Wir nehmen eine Schneeeule mit und zwei oder drei Wölfe. Was meinst du? Zwei. Man sieht die dezent gar nicht, weil die weiß sind. Ja, der eine ist aber nicht weiß. Ich hab... Nimm, du hast noch einen. Na gut. Machen wir weiter? Mhm. Willst du kurz noch was? Berufsanlage, Spende der Sparkasse von 73. Willst du noch kurz was zum Zoo sagen? Der ist sehr hügelig. Mhm. Sehr, sehr hügelig. Und sehr also ich finde den irgendwie seltsam. Ich finde den schön, aber irgendwie mich betrübt das hier mit den Eulen. Ich glaube, wenn wir für 50 Cent einen Plan gekauft hätten, würden wir uns besser zurechtfinden. Ich habe den ganzen Lolli im Mund. Das ist ja lustig. Aber die Eule. Naja. Wir gehen jetzt mal weiter gucken. Zu den Elefanten? Zu den Elefanten gehen wir jetzt. Ein kleiner Bambuki. Ist da hinten. Den kann man aber nicht sehen. Der große Bambuki dabei. Hallo, wir haben gerade zu Mittag gegessen. Wir haben fein diniert. Wir haben eine Gemüsebouillon gegessen als Vorspeise. Dann als Hauptgericht haben wir zart gedünstetes Rinderleber. Rinderleber. Kompott. Kompott. Ich wollte jetzt so vorbildlich alles so mit Gemüse und... Ach so, einen leichten Kartoffel-Sellerie-Porree-Auflauf. Ja, mit Fencheltee. Ja. Voll gut. Voll lecker. Als Nachtisch gab es noch ein Zitronensorbet. Ja. Leichtes. Ein leichtes. Ja. In Wahrheit haben wir... Currywurst-Pommes und Schnitzel-Pommes gegessen. Ja. Aber geil. Wir gehen jetzt zu den Gorillas und dann gucken wir mal, wie es weiterläuft. Ich habe GeForce leider verpasst, aber ich bin mir relativ sicher, dass diese Meerschweinchen nachts auch zu Kampfmeerschweinchen werden. Vor allem dieses, das hier. Das ist kleine Puschelige. Das ist so niedlich. Die kommen gleich auf. Guck mal da hinten. Die haben auch Häuser und sonntags gehen die in die Kirche. Zeig die Kirche an. Das ist so süß. Kaufst du mir ein Meerschweinchen? Siehst du den? Kaufst du mir ein Meerschweinchen? Ja. Oh, guck mal, das ist ein neues Saffelt. Gerade davon zu, das nehmen wir mit. Willst du es mir nicht? Stefan? Ja? Kaufst du mir ein Meerschweinchen? Du bist allergisch dagegen. Nein, bin ich nicht. Du bist so wohl. Nein. Komm, kommst du mir? Meerschweinchen. Aber der springt drauf an. Gib mir doch vielleicht mal einen Doppelkeks. Ist hier, steht hier streichend verboten eine? Hausmeerschweinchen, die hatten wir auch zu Hause. Von daher wäre ich dir wohl streichen, ich kenne mich doch mit Meerschweinchen aus. Dann hätte ich doch nicht tot machen. Guck mal, dieses kleine Schwarze mit den Hängereichen. Das, dieses. Ist was gerade frisst? Und eine Wespe kommt, was ist eine Wespe? Das ist niedlich. Aber ihr könnt das gar nicht richtig sehen, das ist schade. Ihr solltet einfach mal herkommen zum Wuppertaler Zoo. Hier gibt es die süßesten Meerschweinchen der Welt. Die allersüßesten. Außerdem, wie gesagt, ich glaube, das sind ganz patente Schweinchen. Meinst du, die haben hier so eine Station unten ja, gebaut? Ja, das ist wie bei GeForce. Und fahren die mit so einer Röhre da in dieses... Ja. Und dann geht's ab, oder wie? Also wie gesagt, ich habe GeForce nicht gesehen, aber wenn GeForce so ist wie Cats and Dogs, dann stelle ich mir das genau richtig vor. Cats and Dogs war ein super Film. Teil 2 habe ich auch noch gesehen. Wie niedlich. Es geht auch um das Häuschen rein. Ja, da wohnt das. Danke. Nein, da steht ohne Wespe.
Errate den Film. Gorillas im Nebel? Das ist kein Gorilla, was ist das für ein Tier? Annika? Was ist das für ein Tier? Das ist kein Gorilla, ja. Rechts sind die Hinweisschildchen. Ist das dein Orang-Utan? Ja. Darauf hätte man kommen können. Ja, aber wirklich. Also es ist auf jeden Fall deshalb nicht Gorilla zu nehmen. Wir sind gerade erfolgreich vor der Wespe flüchten gegangen. Haben uns kurz verloren. Ja, aber wir haben uns wiedergefunden. Annika ist an mir vorbeigelaufen. Ach, schnell klar. Ich stand die ganze Zeit da oben. Ach, Stefan, jetzt freu dich doch mal. Worüber? Ja. Du gefunden hast? Was weiß ich? Ja, aber der Leidensweg war zu groß. Ja, klar. Du hast so das Proviant. Du hast selber Trinkpäckchen. Aber du hast die coolen Sachen noch. Das stimmt. Der tut mir echt leid, ne? Und wir unterstützen das ja mal hier gerade irgendwie voll, ne? Seine Qualen. Ich denke, dass es da Vorschriften gibt und so. Aber meinst du, ihn interessiert das, ob es irgendwelche Vorschriften gibt, die Menschen gemacht haben? Ja, die Affen kann man halt nicht fragen, ne? Bei Planet Affen? Bei Planet Affen schon. Ich erinnere dich in 50 Jahren nochmal. Wenn wir hier sitzen. Im Zoo. Hinter Glasscheiben. Jetzt, oh, jetzt frisst du. Jetzt frisst du das. Ist das Deko-Glas? Fragen wir den Wohnprinzen. Was? Ist das das, was ich bei der Nunana als Deko-Artikel kaufen kann? Vielleicht könnte der Wohnprinz das mal hier hübsch dekorieren. Ja. Das ist wieder romantisch, oder? So in fröhlichen Farben und Malereien. Aber ob die Ikea-Dinge das aushalten, was der Affe mit dem macht? Ach, Ikea. Der muss sich einfach mal ist ein bisschen umgehen. Ist er nicht so Ikea? Ich weiß das gar nicht so. Nee, er hat doch immer diese teuren Sachen bestellt. Das ist ein Internetshop. Ich habe mir doch nur dieses kalte Video von ihm angeguckt. Da hat er teure Dinge. Na, wir gehen jetzt. Ja. Outbreak. Das sind die Äffchen von? Outbreak. Haben wir nicht Outbreak zusammen geguckt? Nein. Ich hab, als wir das letzte Mal im Zoo waren, habe ich gesagt, guck mal, das sind die Äffchen aus Outbreak. Und ich so, welcher Film? Dann habe ich gesagt, der Film, wo die Affen die Seuche übermitteln, übertragen. Welcher Film? Du hast Outbreak nicht gesehen. Nee, den habe ich doch gesehen. Der 90er Jahre Kinos. Den habe ich gesehen. Wer spielt denn damit? Hier Morgan Freeman oder irgendeiner von denen, die ich immer verwechsel. Ich glaube Morgan Freeman. Welche Art sehen wir jetzt hier? Ein Schlafi-Schlaf-Schlaf-Gorilla. Sollen wir den mal stören? Und richtig doll gegen die Scheibe? Nee, aber der ist viel zu hart. Das war jetzt auch eher ein Witz. Hör auf. Der ist müde. Warum denn? Was hat denn der gemacht? Beigespielt? Wir sind hier hoch, runter, voll anstrengend und so. Und der liegt den ganzen Tag in seinem Gehege. Hier an Bambus kann man sich ganz böse verletzen. Ja? Ja. Weißt aber auch gar nichts. Ja, weil man damit kämpfen kann, wenn man zusammen weiß. Oh, hier ist ein. Hier. Oh. Hier ist was versteckt. Wahrscheinlich der Stromkasten. Vielleicht müssen wir irgendwas umdrehen, weil wie bei Indiana. Achso, ja, das war auch noch gut. Nee, da musste man aber mehr drücken, ne? Eine Zahlenkombination. Haben wir jetzt so nicht. Deshalb kriegen wir es noch nicht auf. Nee. Aber ist ja eh schon alles vorbei. Nicolas Cage ist jetzt ja reich. Nicolas Cage macht Ghost Rider 2. So reich kann er noch nicht sein. Ach, meinst du? Ja, der war doch verschuldet, ne? Ah. Oh, gehen wir die Treppen hoch? Ja. Guten Tag, mein Name ist Bernd, der Affe. Herzlich willkommen beim Balkon zu kommen. Nicht mich zeigen, das hat der Affe gesagt. Das fangen wir gleich und braten es. Annika. Eins braten wir, eins schöpfen wir aus. Okay, das ist ein Deal. Da geht man in den Zoo und sieht Häschen. Und das ist davon so angetan, von den Meerschweinchen, ne? Ja. Löwen, Tiger, Orang-Utans. Scheißegal. Hauptsache man sieht Häschen und Meerschweinchen. Das sollte man auf den Bauernhof gehen. Hm. Ja, und so sieht das hier aus. Das
wirklich hübsch, ne? Komische Geräusche, ich glaube, die Affen brechen gerade aus. Dann ist es Zeit zu gehen. Seit wann sind wir jetzt hier? Hört ihr das mal an? Wir sind hier seit... Hört ihr das mal an? Ich höre das doch. 13.12 Uhr, sind wir so spät angekommen? Tatsache. Ich glaube, das ist die Hummelschule. 13.12 Uhr sind wir angekommen. Wie waren wir jetzt? Ja, will ich doch jetzt pokalen. Wie viele Trinkpäckchen später sind wir? Millionen. Und jetzt ist es 15.30 Uhr. Was habe ich gesagt? Wann sind wir? 13 Uhr sind wir angekommen. Ja. 2,5 Stunden. Und wieder, wie immer, wenn wir irgendwo sind, man könnte überall auch länger bleiben. Ja, man könnte überall auch länger bleiben. Ja, aber ich fand das jetzt nicht langweilig. Nee. Auch nicht, wir sind aber auch nicht gehetzt. Oder nee. Sind wir gehetzt? Nee. Nee. Ging so. Nicht wirklich. Und da sehen wir eine seltene Art, fast schon ausgestorben, aber jetzt wieder entdeckt. Den lachenden Hans? Nein. Was ist der lachende Hans? Strohballen. Heuballen. Das ist der lachende Hans. Ah nee, vergiss es einfach. Ist er ausgestorben vielleicht? Komm, wir werfen Sterne nach ihm. Ich hab keine Steine. Oder einen langen Stock. Von Spießen. Die Dresdner Bank hat das gestiftet, die Auslandlage 1968. Filiale Elberfeld. Oh, und da fliegen Vögel rum, also große und so. Ob die uns töten wollen? Ich glaube. Ja, schnell hin. Hier ist noch ein altes Gebäude. Die Gebäude sind hier echt schön, ne? Na gut. Jetzt wird ein hübscher Zoo. Also ich mag den Zoo. Ja. Müsste ich 5 kleine Tapsen vergeben insgesamt, würde ich diesem Zoo 4 Tapsen geben. Ich wusste, dass du 4 Tapsen vergibst. Ja. Wie viele Tapsen vergibst du? 2. Was? Warum? Wegen den Gorillas. Was denn für Gorillas? Und den Schneeäulen. Hast du den Gorilla gesehen, wie fröhlich er war? Der war sehr fröhlich. Der war müde. Hältst du mal die Kamera? Also Punktabzug gibt es definitiv für die Eulen. Annika, das ist aber immer in jedem Zoo so, dass sie so sind. Ja, deshalb habe ich mir jetzt einfach was anderes versprochen. Ja, aber du hast nie dafür Punkte abgezogen. Du kannst jetzt nicht den Wuppertaler Zoo anders bewerten als die anderen Doch, Zoos. Weil der Wuppertaler Zoo wusste ich, welche Ansprüche ich an Schneeäulen oder generell an Eulen stelle. Wusste der nicht? Der kennt dich gar nicht. Wenn wir mich jetzt kennenlernen. Hallo. Wofür gibt es noch einen Punktabzug? Für die Gorillas? Da gibt es einen ganzen Punktabzug für die blöden Eulen und für die Gorillas. Sonst bewertest du immer total scheiße und jetzt. Nee, ich bewerte. Wenn der Film scheiße ist, dann kriege ich auch scheiß Punkte. Schnick, schnack. Nein, von mir kriegt er nur 2. 2 von 5? Von mir 4, dann sind das nur 6 von 10 möglichen Tabs. Nee, das können wir nicht so stehen lassen. Nee. Na komm, ich gebe auch 4. Das musst du jetzt aber begründen, sonst wegen dem glauben Blümchen. Die. Das Schöne ist auch, das haben wir vorhin gar nicht gezeigt. Hier sind eine ganz lange Reihe Stühle. Und ich frage mich, seht ihr das, diese kleinen Dinge hier? Das? Und ich frage mich, ob tatsächlich es vorkommt, dass alle Stühle besetzt sind. Garantiert. Ja, wenn die hier so Spaßfeste machen, ne? Da ist ja auch so eine kleine Tribüne. Oder vorne ist ein Kakadu. Ja, ja, da oben, das ist eine Tribüne oder so. Das werden wir jetzt drauf hin singen. Ja, vielleicht. Welches Lied möchtest du singen? Alané von Wes? Ja. Oder was aus dem König der Löwen? Ich weiß nicht, komm, wir gehen mal hier vorbei. Und bei den netten Leuten. Das sind auch überall Stühle. Die erwarten viele alte Leute, die sich hinsetzen wollen. Das ist ja nicht schlimm. Ja. Ja, gut. Lassen wir das. Ja. Und beenden auch das Video hiermit, oder? Ja, mach gut. Sind wir jetzt am Ausgang? Ja. Wir haben ja schon Punkteverteilung gemacht. Punkteverteilt haben? Also 8 von 10 Tapsen. 8 von 10 Tapsen. Komm, mach 7. Du warst nicht. Du wolltest eigentlich ja nur 2 geben. Ja, aber auch begründet. Ja, ja. Und das wären dann ja 6 von 10. Und das, dann hast du gesagt, können wir so nicht stehen lassen. Dann kannst du jetzt ja nicht auf 8 springen. Dann machen wir 7. Machen wir 7. Okay. 10 von 10 Tapsen für den Wuppertaler Zoo. Euch noch ganz viel Spaß.
Und wir sehen uns. Howdy. Howdy.